Herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Dieses Jahr 2004 geht zu Ende. Wir machen heute eine Art Rückblick wieder mal. Wir stellen die wichtigsten Fragen des Jahres noch einmal. Diesmal aus dem Bereich Kultur, Führerkult oder Multikulti. Bei mir zu Gast zwei Menschen, die beide aus dem Kulturbetrieb sind. Okay, sie ist schon den größten Teil ihres beruflichen Lebens für die Grünen zuständig. Er ist Kritiker und hat gerade seine Lebenserinnerungen geschrieben. Ich freue mich über Claudia Roth und Helmut Karasek. Herzlich willkommen, Sie Hallo, beiden. Hallo, guten Tag. War das ein europäisches Jahr, weil wir die Erweiterung hatten, die Verfassung, jetzt die Türkei-Debatte, oder war das ein sehr deutsches Jahr, weil wir den Untergang hatten, wir hatten die Leitkultur und die NPD ist wieder in Parlamenten? Nach Ihnen. Beides. Ich glaube, es war sehr europäisch und heute ist so ein ganz europäischer Tag. Also heute fühle ich mich fast so ein bisschen wie in einer historischen Stunde. Heute ist im Parlament, im Bundestag, über die Türkei geredet worden. Und das hat ja sehr viel mit Europa zu tun. Das hat wiederum sehr viel mit der Frage zu tun, welche Identität hat Europa? Durch welche Kultur, durch welche Religion ist Europa geprägt? Basiert die Identität Europas auf einer Religion oder nicht auf Verfassungswerten, auf Grundrechten? Also heute war es europäisch und es ging aber im Kern auch immer um die Frage, in welchem Land leben wir? In welchem Land wollen wir leben? Und was sind die Werte, auf die wir uns beziehen? Lustig, dass man sich das immer dann fragt, wenn man nach die Abgrenzung nach draußen dann sucht. Wenn Sie sagen müssten, Herr Karasek, wer ist der Gewinner und der Verlierer, die Türkei oder die Deutschen in diesem Jahr? Also in diesem Jahr sind die Deutschen die Verlierer, eindeutig, weil sie aus durchsichtigen Gründen etwas in die Wege geleitet haben, wofür die Verantwortlichen nicht mehr bezahlen werden. Das ist eine typische deutsche Lösung, buy now, pay later. Sie reden von der Türkei. Ja, man will also die Nordrhein-Westfalen-Wahl gewinnen, wo besonders viele Deutsch-Türken sind. Aha. Und denkt, was in 15 Jahren mit dem Beitritt ist, das ist uns doch heute in Wahrheit sowas von egal. So. Das heißt, ich fürchte, wir machen da wirklich ein Wolkenkuckucksheim auf, denn kein Mensch weiß, was sich zur Zeit des realen Beitritts in 15 Jahren bei der EU getan hat und in der Türkei getan hat. Also wenn ich heute die Frage stellen würde, eine der wichtigsten in diesem Jahr, gehört die Türkei in die EU, höre ich von Ihrer Seite ein klares Nein. Ein klares Nein. Und von Ihrer Seite ein klares Ja. Moment, jetzt geht es ja nicht um die Frage, ob die Türkei heute Abend... Genau, aber die Frage ist ja klar gestellt, gehört sie in die EU? Das schließt ja aus, ob heute oder später. Sie gehört zu Europa und es wird im Laufe des Verhandlungsprozesses oder am Ende des Verhandlungsprozesses dann zu entscheiden sein, in der EU und in der Türkei, ob tatsächlich die Vollmitgliedschaft vollzogen wird oder nicht. Ich wünsche mir das. Ich glaube, Sie nur Wahlen gewinnen in Nordrhein-Westfalen? Das hat mit den, nein, da muss ich ja widersprechen. Das hat ja na klar, müssen Sie da widersprechen. Nein, das können Sie mir auch glauben. Ich mache 18 Jahre, Herr Karasek, 18 Jahre jetzt in der Zwischenzeit Türkei-Politik, immer von der Frage geprägt, was können wir dafür tun, die wir ein vitales Interesse an einer demokratischen Türkei haben, dass sich ein Demokratisierungsprozess verstetigt. Was können wir tun nach dem 11. September, um deutlich zu machen, dass dieser internationale Terrorismus, der auf den Clash von Kulturen, auf den Clash von Religionen setzt, nicht es schafft, dass neue Mauern entstehen, sondern dass eine demokratische Türkei in der Europäischen Union auch ein Sicherheitszugewinn ist. Und ich erwarte mir im eigenen Interesse, und das hat mit Wahlen definitiv nichts zu tun, dafür ist das Thema übrigens viel zu schwierig und zu leicht belastbar, dass eine Türkei-Integration auch bei uns zu einem Integrationsschub führt. Und das geht seit 41 Jahren. Also ich glaube, es ist nicht eine Kurzzeitgeschichte. Wir haben eine türkische Regierung zurzeit, die gewillt ist, alle Bedingungen nach und nach zu erfüllen. Mit einer Ausnahme. Der Ministerpräsident schickt seine Töchter nach Amerika auf die Schule. Nicht etwa, weil sie dort frei erzogen, sondern weil sie dort in der Schule im Unterschied zur Türkei Kopftücher tragen dürfen. Er nimmt seine eigene Ehefrau nicht auf Staatsempfänge mit, weil sie dort ohne Kopftuch nach dem laizistischen Verfassungsrecht, das die Militärs nach Atatürk eingeführt haben, das nicht dürften. Wir kriegen also einen Partner, der
mit zwei Sprachen spricht. Er spricht in seine Wohnung hinein, islamisch, und zwar fundamentalistisch islamisch, spricht nach außen aber vom Abbau des Islamismus. Jetzt zur Zugehörigkeit der Türkei. Aber die Kopftuchdebatte, die haben wir bei uns auch. Lieber ja, ja na gut, die haben, ist die haben wir, die, aber doch nicht, wir haben doch keinen Ministerpräsidenten, der irgendeinen Mönch nach Amerika schickt, weil der hier nicht in der Kutte herumlaufen dürfte. Das wär eine der nächsten Fragen, wenn man über Gewinner und Verlierer nachdenkt. Kopftuch oder das Kreuz in diesem Jahr? Also ich denke, das Kreuz ist schon der Sieger. Und das liegt an einem ganz einfachen Grund. Die Kirche in Europa hat sich 200 Jahre nach der Aufklärung natürlich gewandelt, was sie allein in den letzten 50 Jahren an Ökumene, an Toleranz gegenüber anderen Religionen, was sich da getan hat, ist unvorstellbar. Ja. Der Islam ist etwa in dem Zustand der christlichen Kirche kurz nach der Reformation und Gegenreformation. Ich habe mich mit dem Koran ziemlich genau beschäftigt und ich sehe auch, was die Leute in Deutschland predigen. Wenn Sie die Leute fragen, so ist beispielsweise ein Ungläubiger, jeder, der nicht ein Islamist ist, und der hat überhaupt keine Lebensrechte. Die Bevölkerung in ganz Anatolien hängt diesem Glauben, glaube ich, an. Das kann man doch so sagen. Nein, das glaube ich erstmal so gar nicht. Also die Frage Kreuz oder Kopftuch. Ich glaube, wir müssen sehr aufpassen, dass wir nicht einen ganz wesentlichen Teil unserer Demokratie verlieren. Ich bin aufgezogen worden in einer Familie, da war ein Teil protestantisch, ein Teil katholisch und da ging es vor allem liberal zu. Mhm. Und ich glaube, dass unser höchstes Gut ist die Glaubensfreiheit und die Religionsfreiheit. Und ich denke, es wäre sehr gefährlich, wenn wir in unserem Land, in dem es 3,3 Millionen Moslems gibt, von denen etwa nur 80% sehr wenig praktizierend sind, wenn wir den Eindruck erwecken würden, als gäbe es eine Hierarchie bei den Religionen. Als wäre sozusagen es eine erste Klasse des Christentums und genau, dann abgeleitet. Darum geht es doch. Und darum geht es. Und deswegen ist diese Debatte auch mit großer Vorsicht zu genießen. Das, was Berlin gemacht hat mit dem Kopftuchentscheid, heißt ja überhaupt keine Symbole mehr. Das finde ich problematisch. Das, was Bayern gemacht hat, geht aber nicht. Dass man sagt, die christlichen Symbole sind erlaubt, aber das Kopftuch ist nicht erlaubt, weil da entsteht dann sofort die Hierarchie. Wir sind aber schon einen Schritt weiter. Nach dieser Debatte, die uns ja ein bisschen am Anfang des Jahres oder bis zur Hälfte beschäftigt hat, kam ja dann der Anschlag an den auf den niederländischen Filmemacher Theo van Gogh. Und da war dann die Frage, die sich auch hierzulande dann alle gestellt haben und die Sie auch so schön mal beantwortet haben, ist Multikulti gescheitert? Nein. Das wäre nämlich das Nebeneinander von Kopftuch und von Multikulturalität, Kreuz. Nein? Also zu behaupten, Multikulturalität ist gescheitert, das muss ich sagen, das finde ich für Quatsch. Weil man kann nicht sagen, dass sie... Eine kurze Antwort. Ja. Also wir haben ja schöne Sprachregelungen aus demokratischer Gepflogenheit. Darf ich nicht Quatsch sagen? Alle Zeitungen hüten sich beispielsweise und haben das nie getan, dass sie die Nationalität und die Religiosität von Tätern bekannt geben, von Straftätern, von Straffälligen. Und zwar hat man sich deshalb darauf geeinigt, weil man sagt, sonst gibt man dem Stammtisch Nahrung bei der Fremdenfeindlichkeit. Denn die meisten Straftaten... Von welchen Zeitungen reden Sie? Alle Zeitungen haben sich geeinigt. Sie werden in keiner Zeitung in Berlin, Hamburg und Westdeutschland sehen, dass... Das gibt es immer noch nicht. Das gibt es als Abreden, dass man das nicht macht. Genau das Problem, der Schwarze aus oder der Türke aus, der türkische Ehemann hat seine Frau. Man hat sich darauf geeinigt gehabt, das ist lange eingehalten worden, das ist erst in diesem Jahr unterbrochen worden. Mhm. Es ist gut so gewesen, weil man eigentlich keine Vorwände liefert. Natürlich hat die wachsende Kriminalität
aus... Sie kommen ja aus Hamburg und da, ja, da kennen Sie doch die Hamburger Zeitungen. Und die Hamburger Zeitungen haben doch, wenn sie über die Banden, die in St. Pauli oder sonst irgendwo etwas getan haben, haben die sehr wohl gesagt, das sind Albaner, das sind Türken oder Frau, wie auch immer. Frau Maischberger, glauben Sie mir, ja, bei Tätern wird die Nationalität bis heute in Hamburger Zeitungen nicht genannt. Also ich würde fast eine Wette dagegen eingehen, aber muss ich jetzt nicht tun. Aber die Frage war, halten Sie Multikulti für gescheitert? Ich halte es für bedroht. Das hängt mit einer, aha, Entwicklung zusammen, für die beide Seiten nicht so viel können. Mhm. Der Ausländeranteil an Arbeitslosen, und da sind wir, mhm, dann wieder nahe der Kriminalität, mhm, weil die Arbeitslosigkeit, natürlich, das Elend verführt dazu, ist sehr, sehr viel höher. Das führt dazu, dass in türkischen Bezirken sich die Ausländer auf ihre eigene Identität zurückziehen. Das heißt, sie gehen nicht mehr zu Sprachkursen, mhm, sie lernen die Sprache nicht mehr im Betrieb, sie denken, Schulabschluss führt zu nichts. Darüber gibt es Erhebungen, dass dies zumindest im Wachsen ist, was ich jetzt eben schildere. Mhm. Das kann man eine Bedrohung von Multikulti nennen. Wenn es Leute gibt, die sich innerhalb der Gesellschaft abkapseln. Die Parallelgesellschaften. Ja. Was ich sehr gut finde, ist, ja, dass Sie sozusagen die Realität nicht in Frage stellen. Das war ja das, warum ich sage, es ist Quatsch zu behaupten, es ist zu Ende. Weil das ist unsere Realität. Wir leben in einer Gesellschaft und ich bin übrigens froh, in so einer Gesellschaft zu leben, wo es Pluralismus gibt und nicht Homogenität. Jetzt geht es darum, diese Gesellschaft, diese Realität zu einer multikulturellen Demokratie zu gestalten. Und da gibt es riesige Probleme. Da, ja, gibt es riesige Aber Probleme. Aber wollen Sie das beide, das nach wie vor offensichtlich? Das wäre sehr wünschenswert. Aber Sie haben etwas gesagt, vielleicht, ja, ich bin gespannt, wie Sie das empfunden haben. Sie haben gesagt, Niederlande. Ich habe mir viel Gedanken gemacht über den Fall Theo van Gogh. Ich habe mir viel Gedanken gemacht über Toleranz, die ja nicht Beliebigkeit sein kann. Toleranz ist doch auch etwas, was sich einmischen muss, was den kritischen Dialog suchen muss. Aber nicht mit dem Dolch, oder? Nein. Ich meine die kritische Auseinandersetzung, ja, mit einer Behauptung, dass eine bestimmte Religion die Unterdrückung der Frau erlauben würde. Das meine ich. Eine viel größere Auseinandersetzung der Menschen unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlichen Religionen miteinander. Natürlich darf man das überhaupt nicht mit Gewalt. Also das Opfer Van Gogh war ein Filmemacher, zugegeben ein sehr radikaler, einer, der sich sehr radikal auch in seinen filmischen Mitteln geäußert hat. Und der ist damit sozusagen zu Recht mit der Todesstrafe belegt worden, nach Ansicht dieser Gruppen. Das heißt mit anderen Worten, wir haben das ja schon jahrelang gehabt, wir haben das bei Rushdie gehabt. Wir sehen heute in den Niederlanden, dass bestimmte Abgeordnete unter Polizeischutz nur noch leben können, dass bestimmte Vertreter in den Untergrund, dass Journalisten Drohungen bekommen, die sich mit der Unterdrückung in der Familie auseinandersetzen. Das sind doch Phänomene, vor denen eine Gesellschaft nicht mit dem Wunsch. Richtig, aber ich sage, es sind auch andere Bedrohungen. Ich will das nicht relativieren, nein. Aber es gibt viele, die bedroht werden von Neonazis, von militanten Neonazis. Sie haben vorher gesagt, dieses Jahr hat auch die NPD, die worauf wir noch später zu sprechen gebracht. Kommen, ja. Und ich will nur sagen, es ist absolut Gewalt und das Nicht-Einhalten von unseren Gesetzen ist nicht akzeptabel. Aber Multikulturalität kann nicht leben, wenn es ein abgeschlossenes Nebeneinander ist, sondern wenn es sozusagen die kritische Auseinandersetzung miteinander so, ist. Der Schritt, der hierzulande vollzogen wurde, unter dem Eindruck dieser Debatte, war ja der nächste. Nämlich, wir haben uns plötzlich wieder gefragt, wer sind wir eigentlich? Also, man nennt das jetzt Patriotismusdebatte, andere sagen Leitkultur. Das wäre eine der wichtigsten Fragen in diesem Jahr. Haben wir in Deutschland Nachholbedarf an kultureller Identität? Ich denke, dass die PISA-Studie zum Beispiel uns belehrt, dass wir einen Nachholbedarf an kultureller Identität haben. Aber das ist doch Bildung. Ja, Bildung ist auch immer historische Bildung von einer Nation. Wenn zum Beispiel ein Berliner Bürgermeister
den Zweiten Weltkrieg nicht mehr datieren kann. Ist das ein Verlust. Schlimmer, als wenn der Rhythmus nicht. Das konnte den Zweiten Weltkrieg nicht mehr datieren. Ich wusste nicht, in einer Fernsehwissenssendung über Pisa, deshalb komme ich auf Pisa. Er hat einen schlechten Tag gehabt. Hat er erst auf Zuruf den Zweiten Weltkrieg datieren können. Das heißt doch aber, nationale Identität heißt doch auch Auseinandersetzung mit der Schuld der Vergangenheit. Ja. Wir stehen vor dem Jahr. Wir waren jetzt erstmal bei kulturelle Identität. Das heißt aber doch bitte kulturelle, nicht. Haben wir einen Nachholbedarf? Sie waren ja mal die Managerin von Tonsteine Scherben. Das war eine ganz andere Zeit. Heute redet man über die Radioquote und für deutsche Lieder und solche Dinge. Haben wir einen Nachholbedarf in Deutschland an kultureller Identität, Ihrer Meinung nach? Was ich glaube, ist, dass wir uns bewusst werden müssen und viel mehr vergegenwärtigen, was dieses Land reich macht. Also ich werde in diesen Debatten immer mehr zu einer Art Verfassungsvertreterin. Ich sage, wir haben einen riesigen Nachholbedarf, zu begreifen, dass nicht nur das Wasser gesund sein muss oder die Luft nicht vergiftet, sondern was unser Grundgesetz bedeutet, was der Artikel 1 unseres Grundgesetzes heißt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und da steht nicht drin, die Würde des Deutschen, nicht die Würde des Mannes, nicht die Würde des Christenmenschen, nicht die Würde des Heterosexuellen, sondern die Würde des Menschen ist unantastbar. Diese Bildung, was machen Menschenrechte? Warum sind Minderheitenrechte? Was sind die Regeln in einer Gesellschaft? Für mich Kultur, das ist für mich politische Kultur, die wir in diesem Land brauchen. Ich kann definitiv nichts anfangen, wenn ich komme aus Bayern, oder wir kommen aus Bayern. Wenn unser Ministerpräsident sagt, er will jetzt die deutsche Leitkultur, oder Herr Schönbohm von der deutschen Leitkultur spricht, oder von den deutschen kulturellen Umgangsformen redet. Ich bin dermaßen anders sozialisiert. Mich trennt ziemlich viel von Herrn Schönbohm und mich bringt, ich habe ziemlich große Nähe zu Fatih Akin oder zu Cem Özdemir oder zu diesen Freunden. Einer der großen Filme dieses Jahres gegen die Wand. Und deswegen Leitkultur, die deutsche Leitkultur, das ist immer so was Ausgrenzendes, so was Hierarchisierendes. Ich finde, eine Kultur der Menschenrechte ist prima. Eine Kultur unserer Verfassung ist wunderbar. Ist eine europäische Kultur. Aber wenn Herr Stoiber mir die Leitkultur aufoktroyieren will... Herr Karasek nimmt die Leitkultur. Also aufoktroyieren wäre schon falsch. Er würde sie entweder aufzwingen oder oktroyieren. Entschuldigung. Schon mal noch bei Bayern in der Schule. Aber gut. Aber ich will dazu nur ein Beispiel sagen. Ich höre im Radio am Morgen beim Zähneputzen Konzertkarten for free. Dann würde in Frankreich jemand sagen, kann man das nicht auch deutsch sagen? Sie haben es lieber, wenn man sagt, Geiz ist geil. Das ist doch sowas von Deutsch, nein? Ja, Geiz ist geil ist ein Werbeslogan, aber zumindest sind alle seine Bestandteile der deutschen Sprachendung. Ich habe nichts gegen Fremdsprachen, wo sie nötig sind. Ja. Sind Sie ein Verfechter der Leitkultur? Also, dass es eine Kultur geben sollte, die, ich meine, Leiten hat ja was von Führen, also eine führende Kultur. Also, ich denke, dass es schon eine Kultur geben sollte. Ich gucke im Hintergrund, sehe das Brandenburger Tor. Hinter Ihnen ist der Reichstag. Und ich sehe den Reichstag und ich denke, dass das bestimmte geschichtliche Zeichen sind, die dafür sprechen, wie unsere Sozialisation in der Geschichte stattgefunden hat. Das verstehe ich unter Leitkultur. Der nächste Schritt da wäre ja dann wieder auch eine Debatte, wir sollen die Nationalhymne wieder im Schulunterricht bei Abitur feiern oder sonst etwas singen. Gehört zu kultureller Identität oder was? Ich denke zunächst mal, es gibt Länder, die singen die Nationalhymne begeistert, wie die Franzosen oder die Amerikaner oder die Engländer. Ich denke, wir haben schwere Probleme, weil unsere Geschichte nicht sehr geradlinig verlaufen ist. Sie ist wirklich, unsere Geschichte steckt voller Unfälle und von voller Verbrechen. Das kann man einfach nicht leugnen. Also muss man nicht singen? Ich denke, dass sich am Singen allein nichts entscheidet. Ich denke, dass sich viel mehr daran entscheidet, wie bekämpfen wir die stärker werdende NPD, indem wir ihnen den Nationalismus nicht überlassen, den sie sofort missbrauchen und verderben. Ein interessanter Punkt. Wir wollen eine ganz kurze Pause machen und dann reden über sozusagen die Renaissance. Also der Führer kommt uns leibhaftig wieder im Kino und die NPD sitzt wieder in den Parlamenten, gibt es einen Zusammenhang. Wir machen aber eine ganz kurze Pause. Bleiben Sie bei uns. Was war das für ein Jahr Kultur, soziologisch, politisch gesehen? Claudia Roth ist immer noch zu Gast, Helmut Karasek auch. Wenn wir von Gewinnern und Verlierern reden, wer hat gewonnen? Ketchup mit S-C-H-U-P oder Ketchup mit C-H-U-P?
Also Ketchup wird jetzt neu geschrieben mit S-C-H-U-P. Sie schreiben es also auch so? Ja. O-P. Ja, ich denke, Sie sprechen an, ob die Rechtschreibreform ein Sieg oder ein Verlust war. Ich hätte jetzt gefragt, was war überflüssiger, die Rechtschreibreform oder der Protest dagegen? Also die Rechtschreibreform zeigt eigentlich in einem kleinen, aber wichtigen Beispiel, wie schwer es ist, in Deutschland überhaupt etwas zu reformieren. Selbst eine Sprachreform klappt nicht. Und sie klappt nicht, weil sie teilweise am grünen Tisch entworfen worden ist und dem Volk nicht aufs Maul geschaut hat. Luther hatte seine Bibel übersetzt mit dem Spruch, ich habe dem Volk aufs Maul geschaut. Und da kann man lernen, wie die Sprache lebt und sich entwickelt. Ja, aber dann war ja ein Vorschlag, glaube ich, von der Dudenredaktion. Ja, die haben ja gesagt, ja, also gegen eine Reform ist ja nichts einzuwenden. Und die haben doch gesagt, wir schauen, wie sie sozusagen, wie die Sprache sich bei den Menschen entwickelt hat. Und dann machen wir die Reform. Und sowas umgekehrt. Aber der Protest dagegen, aber ehrlich gesagt, also das finde ich. Also Sie wären schon dafür, dass man einiges reformiert an dieser Sprache. Oder kann man nicht einfach sagen, die ist jetzt toll? Also, ja, natürlich. Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich schalte im Kopf automatisch wenn ich die FAZ lese und die Süddeutsche, was ich jeden Morgen mache. Die FAZ schreibt nach der alten Rechtschreibung, die Süddeutsche nach der neuen. Ja. Dann merke ich das nicht, es sei denn, ich will es bewusst merken. Dann lese ich auf einmal das A, 2S, das ist die neue Form und so weiter. Ich denke aber, dass in der alten Debatte, in der alten Rechtschreibung ein paar Dinge wirklich reformbedürftig waren und die Reformer bei der Reform ein paar fürchterliche Böcke geschossen haben. Ich will ein einziges Beispiel sagen. Ist ja ein Millimeter. Ein einziges Beispiel. Recht haben. Recht haben, inzwischen darf es wieder in beiden, aber Recht haben groß geschrieben bedeutet etwas ganz anderes als Recht haben. Es bedeutet, einen richterlichen Beschluss auf seiner Seite zu haben. Und Kohlhaas hatte zwar mit seinen armen Tieren Recht, als er den Rachefeldzug gegen den Junker ansetzte, aber es war kein Recht. Und lauter solche Sachen, oder Leid tun. Wenn ich mich erinnere an diese Sommerdebatte, ehrlich gesagt, die ist schon ein bisschen abstrus, wenn wir gleichzeitig PISA-Ergebnisse haben. Und da denke ich mir, das finde ich übrigens eine der ganz großen Niederlagen in diesem Jahr. Ja. Da habe ich mich, das finde ich, das ist eine Schande für unsere Gesellschaft, für unser Land, dass in Deutschland, in keinem anderen Land, in Deutschland die soziale Herkunft so entscheidend ist über den Bildungszugang. Aber was mich jetzt interessieren würde, ist, weil Sie ja aus der anderen Seite kommen, Sie gehören zu den Gejagten. Es haben sich ja die großen Verlage und Medienkonzerne zusammengeschlossen, um etwas rückgängig zu machen, was einst beschlossen wurde, und zwar einfach per Akklamation oder indem sie es einfach so getan haben. Ist das in Ordnung? Also ich finde, diese Debatte, die muss jetzt aufhören, nochmal. Dass da jetzt einfach die FAZ, der Spiegel macht ja überhaupt nichts? Die haben zurückgedreht. Natürlich kann in unserer Demokratie viel in Ordnung sein, aber ich fand, in diesem Fall fand ich es wirklich nicht konstruktiv und auch nicht sinnführend und auch nicht weiterführend. Noch einmal, ich finde, wir müssen uns alle... Aber nicht verfassungswidrig. Nein, natürlich nicht. Nein. Aber lassen Sie uns doch überlegen, warum die Kinder nicht mehr lesen oder so wenig lesen. Warum sie so wenig Sprachkompetenz haben. Das ist doch viel wichtiger, als zu fragen, schreibt mir jetzt Recht haben, so oder so. Ich hätte es übrigens groß geschrieben. Ja, da haben Sie Unrecht. Aber jetzt trotzdem, war ich jetzt begründet. Ja, ja. Das Jahr 2004, also das ist jetzt aber nur ein Einschub. Wirklich nur ein Einschub. Nein, der kommt erst meiner, der Einschub. So. Und zwar, weil das Jahr 2004 das Jahr war, in dem Sie gewechselt sind vom Tagesspiegel, also eher einer linksliberalen Presse zum Springer Verlag. Und das ist derselbe Karasek, der 67 diesen Aufruf unterschrieben hat. Ja. Der damit endet, dass man sagt, wir werden in keiner Zeitung des Springer-Konzerns mitarbeiten. Haben Sie sich geändert oder der Springer-Konzern? Ich habe mich geändert und der Springer-Konzern hat sich auch geändert und die Gesellschaft hat sich geändert. Ich muss nachträglich sagen, das sage ich nicht sehr gern. Wir haben uns damals in gewisser Weise geirrt. Ja. Wir haben gedacht, die Idee von Springer, dass es eine Wiedervereinigung noch zu unseren Lebzeiten gibt, sei ein Hirngespinst, wenn man sie nur genau... Das war Ihr Grund, um gegen Springer zu sein damals? Das war damals mit... Das war mit Benno ohne Sorge. Der Grund war in Wahrheit der, Sie müssen den Grund auf dem Grund gehen. Es gab in Berlin anti-amerikanische Proteste und Anti-Schah-Proteste, die auch anti-amerikanische Proteste waren.
Dann haben die anderen gesagt, um Gottes Willen, wir sind die Stadt, wo die Amerikaner sozusagen unsere Rechte verteidigen. Wir können doch nicht gegen die Amerikaner sein. Mhm. Daran hat sich der Konflikt damals hauptsächlich entzündet. Wie finden Sie das? Also eine doppelte Vergangenheitsaufbereitung, also Ausscheren aus dem, was damals Auch wenn Herr Karasek so bleibt, wie er ist, so lebendig, so vielfältig und so querdenkend und dann der Springer Verlag ihn nimmt, dann finde ich das gut für beide. Wir haben ja auch eine sehr intensive Geschichte als Grüne mit Bild-Zeitung in dem Fall. Das hat viel mit der Hetze auf Rudi Dutschke zu tun, auch mit Stimmungsmache über ein Blatt. Aber jetzt will ich mal was Positives über die Bild-Zeitung sagen. Gerade am heutigen Tag, wo es um die Türkei geht. Ich finde sehr verantwortlich, wie mit diesem Thema in den letzten Wochen und Monaten gerade in der Bild-Zeitung umgegangen ist. Das hätte man auch anders machen können, eine andere Stimmungsmache. Und ich finde ganz wichtig, dass die Springer, also die Medien im Springer Verlag eine ganz glasklare Haltung zu Antisemitismus haben. Gut. Und das ist ein Problem in unserem Land und das ist gut, dass auch eine rechte Presse, eine konservative Presse, die kein gutes Haar oft an den Grünen lässt, da eine klare Kante zeigt. Führt mich zu einer der nächsten Fragen und zwar geht es da nochmal auch um die Aufarbeitung deutscher Geschichte. Also das Jahr 2004 hat einen unglaublichen Boom an Hitlerfilmen gesehen und zwar auch erstmals einen, in dem, das war immer die Kritik, Hitler menschlich gezeigt wurde, nämlich der Untergang. Brauchen wir so einen Film? Brauchen wir den Untergang? Also, ob wir einen Film brauchen, er wird jedenfalls akzeptiert. Dieser Film wird akzeptiert. Ich habe den Film gesehen. Er ist von der Machart, sprengt er nicht die Grenzen, was man braucht, um einen solchen Irrwitz wie Hitler zu erklären. Er bleibt fast ängstlich an der historischen Wahrheit kleben, die an einer Stelle wahrscheinlich sogar verfälscht. Ich glaube, das Bild von Speer, dass der ein Idealist war und ein Antinazi, ist einfach hirnverbrannt. Das hat er mit seinen Büchern den Leuten nach 45 zu reden. Getrichtert und sie haben es geglaubt, ja. Wollten es glauben. Aber der Film ist, dass Hitler ein Mensch ist. Das wusste ich immer schon. Wir konnten ihn nicht zu den Untoten wegschieben. Der kommt auch nicht vom Mars, sondern der ist das eine teuflische Geburt der menschlichen deutschen Geschichte. Ich habe den Film nicht gesehen, deswegen maße ich mich jetzt auch nicht an. Der wichtigste Film des Jahres. Der wichtigste Film des Jahres für mich ohne jeden Zweifel ist Gegen die Wand. Das ist Fatih Akin. So viel zum Multikulti, sehen Sie? Ohne jeden Zweifel hier in Deutschland und übrigens auch in der Türkei. Aber jetzt nochmal zurück zum Untergang. Aber deswegen maße ich mir jetzt kein Urteil über den Film an. Was mich beunruhigt hat oder was mich aufgewühlt hat, war, dass in vielen Konferenzen, es waren in diesem Jahr wichtige Konferenzen, eine ganz große Antisemitismus-Konferenz in Berlin, es waren große Konferenzen von der OSZE in Warschau, in Wien, in Brüssel, wo viele internationale Vertreter da waren und die haben sich sehr, sehr, sehr große Sorgen gemacht. Zum einen über die Tatsache, dass in einen deutschen Landtag die NPD eingezogen ist, eine offen antisemitische, rassistische Partei, die immer mehr sozusagen in der Mitte sich ansiedelt, die militante, gefährlichste Neonazi-Szene integriert hat, die strategische Bündnisse geschlossen hat mit der DVU. Die halte ich für sehr, sehr, sehr gefährlich für unser Land. Es war immer eine Verknüpfung bei den Menschen aus Israel, aus den USA, aus vielen, vielen Ländern, die wussten viel mehr über den Film als ich und haben da einen Zusammenhang hergestellt und haben sich Sorge gemacht, dass mit einem solchen Film ein Stück weit Entsorgung der deutschen Geschichte passiert und das sozusagen eine Ebene ist, auf der eine NPD scheinbar Fragen beantwortet, scheinbar Lösungen anbietet, die in eine völlig falsche Richtung gehen. Also der Untergang zeigt die desaströsen Folgen einer verbrecherischen Politik. Es ist noch nie ein Staat so zu Ende gegangen wie das Dritte Reich 1945 in den letzten April- und Maitagen und ersten Maitagen. Da ist wirklich jemand am Boden zerschmettert worden und sagt noch als letztes,
aber die Juden sind schuld. Wer das sieht und daraus neonazistische Nahrung ziehen will... Nein, ich sage, es war das, die Befürchtung. Ja, war die ich sag nur. Eine unschuldige Frage. Gibt es einen Zusammenhang zwischen diesem Film, der in Deutschland stattgefundenen Flick-Ausstellung, in Zürich waren die Proteste dagegen zu hoch, der NPD in den Länderparlamenten und möglicherweise dem Deutschen, der deutschen Forderung nach einem UNO-Sicherheitsrat? Das ist jetzt sehr naiv gefragt. Das ist, ich weiß nicht, wir haben nicht genügend geschichtlichen Abstand. Man wird mal in 50 Jahren sagen, seismografisch passt alles zusammen. Ja. Ich führe die NPD-Erfolge darauf zurück, dass wir in einer wirklich wirtschaftlich schwierigsten Situation sind. Dass wir jungen Menschen keine Perspektiven mehr geben können und dass in solchen Zeiten Rattenfänger immer einen guten Markt haben, um das Bild so schief zu gebrauchen. Ja. In Sachsen in der Tat ist die NPD, ich bring's mal auf eine krasse Formel, so stark wie die SPD. Ja, das heißt, oder die SPD ist so schwach wie die Rechten. Ja. Das muss man sich mal vor Augen halten. Zwei Abstimmungen danach, in zwei entscheidenden Abstimmungen, wo geheim abgestimmt werden durfte, haben sich zwei Leute auf dem bürgerlichen Lager jedes Mal zur NPD. Ja. Ich finde das eine Schande. Ich finde das auch eine Schande, da sind wir uns völlig einig. Ich denke nur, es besteht kein Zusammenhang mit dem Film. Der Film ist also auch nicht mit einer Art von das ist ja von Gerhard Schröder mit eindrücklichem Selbstbewusstsein auch geäußert, wie er zum Beispiel sagt, Flick, das muss jetzt sein. Ja, wie jetzt er zum Beispiel sagt, Flick. Der deutsche Weg, also die das war eine andere Geschichte, der UNO-Sicherheitsrat. Also wir sind sozusagen in einer neuen Phase der deutschen Geschichte und wir können uns einen etwas weniger harten Umgang damit erlauben. Ist also das bei Flick sehe ich das wirklich ein bisschen anders. Also ich muss mal sagen, ich finde, wäre es sogenannte, in Anführungszeichen, arisierte Kunst, die dort ausgestellt wäre, wäre es schon mal was ganz anderes. Ich glaube, man kann nicht prinzipiell die Kinder für das verantwortlich machen, was die Väter oder Großväter getan haben. Ich meine allerdings, dass es gut wäre, wenn auch die Söhne Flick in die Zwangsarbeiterstiftungen einzahlen würden, ihren Beitrag leisten würden. Das finde ich richtig. Ich finde richtig, zur Bedingung machen können. So hat er die ich sage jetzt, was ich finde. Ich finde das richtig. Ich finde sehr gut, dass es jetzt dass die Familiengeschichte aufgearbeitet wird, dass das auch veröffentlicht wird. Ich finde auch gut, dass Flick antirassistische Projekte unterstützt. Ich glaube, da war ein bisschen arg viel Aufregung da. Ich meine, man kann und muss die historische Verantwortung der eigenen Familie auch gerecht werden, indem man sagt, diese Gelder sind auch erwirtschaftet worden durch Ausbeutung von Zwangsarbeit. Da liegt der Hase im Pfeffer. Also die Flick-Kollektion ist von Erbschaften erworben worden, die, kein Zweifel, ist Flick der größte industrielle Nutznießer der NS-Diktatur gewesen. Mhm. Und zwar Nutznießer durch billige Zwangsarbeitskräfte. Ja. Ich glaube, es sind nicht die Söhne, es sind die Neffen. Die haben nichts beigetragen zur Zwangsarbeiterentschädigung. Das hätte ich ein bisschen angemahnt. Sie haben dann unter dem Eindruck des Schreckens, was Ihnen in Zürich passiert ist, in Potsdam eine Stiftung da gemacht. Das ist alles gut. Das ist kein Punkt, über den ich mich wirklich groß ereifern könnte. Wenn Gerhard Schröder das machen will, ein Politiker muss überall für Stimmung sorgen, dann ist das noch in der Bandbreite, wo man das machen kann. Aber jetzt zu UNO vielleicht. Oder noch einen, der Punkt, um den es da geht, ist, befinden wir uns also mit dem Sterben auch der Zeitzeugen, der Augenzeugen einer bestimmten Zeit, in einer Phase auch von der Gefahr der Folklorisierung. Es gab auch in diesem Jahr einen Film über die Napola, die Sie als Junge. Nein, der kommt erst am 13. Ist schon im Ausland einmal gezeigt worden, jetzt schon hart kritisiert, weil man dort sagt, es gibt so eine Art von Internatsromantik. Also laufen wir Gefahr, eine Folklorisierung jetzt schon zu betreiben. Also es ist so, je weiter ein geschichtlicher Schrecken zurückliegt, umso mehr erliegt er der Folklorisierung. Das heißt, das ist so. Aber ich denke... So wie die Indianerfilme in den Vereinigten Staaten, so wo etwa. Man einen Massenmord... Aber ich meine, ich will das nicht vergleichen. Es ist auch ein Völkermord gewesen an den Indianern, wollen wir mal. Aber kein geplanter, sondern ein sich vollziehender. Ich will mal so sagen, neben dem
Film über den Untergang, hat Schlöndorff einen Film Der neunte Tag gedreht, in der gleichen Zeit. Und dieser Film ist ein so musterhaft anklagender Film. Haben Sie den gesehen? Schauen Sie. Das heißt, in einer Zeit, in einem solchen Klima laufen sehr viele Sachen nebeneinander, die auch zur Aufklärung beitragen. Ich glaube, auch der Napola-Film trägt durchaus zur Aufklärung bei. Wir reden das wunderbar heute einfach so quer. Aber was ich absolut notwendig finde, dass wir in unserem Land nicht immer gucken, wie läuft eine Landtagswahl oder eine Bundestagswahl, haben es die Neonazis geschafft oder nicht. Im Saarland haben sie knapp 5% verfehlt, also ist es kein Thema und ist es kein Problem, dass wir verheeren. Das heißt, wir müssen uns sehr viel mehr und sehr viel intensiver mit unserer Geschichte befassen, um dann sozusagen uns in die Zukunft zu erinnern. Dass Deutschland sagt, oder dass die Bundesregierung sagt, wir wollen sehr viel aktiver noch bei den Vereinten Nationen repräsentiert sein. Das ist für mich das absolute Gegenteil von der Ideologie der Neonazis, die sagen, in Deutschland, in Deutschland. Das hat damit gar nichts zu tun. Letzte, und zwar die Gretchenfrage. Wenn die NPD schon im Landtag ist, soll man mit Rechten in einer Sendung diskutieren? Würden Sie es tun? Ich hatte das früher immer strikt abgelehnt. Strikt. Ich habe immer gesagt, nein, das tue ich auf gar keinen Fall. Nach den Erfahrungen in diesem Jahr würde ich sagen, wir müssen es tun. Wir müssen ihnen keinen Millimeter Platz lassen. Wir müssen uns mit der Ideologie auseinandersetzen. Das ist sehr schwer. Aber sie sozusagen zu Märtyrern zu machen, das geht überhaupt nicht. Bin gespannt. Also Sie erinnern sich ja, als wir zusammen gearbeitet haben. Bei Spiegel TV 1993, damals hieß der Mann Schönhuber. Und ich habe den in eine Sendung eingeladen, nachdem er bei Gottschalk so Punkte gesammelt hatte, und denke, man soll sich mit allen Leuten auseinandersetzen, wenn man gewappnet ist, dagegen deren Schlupfwinkel zu verstopfen und ihre Winkelzüge, die sprechen ja immer mit doppelter Zunge. Sie sprechen auf der Straße völlig anders, demagogisch, als sie in Fernsehdiskussionen. Darf ich Ihnen ein Beispiel geben, was die gemacht haben? Die haben jetzt, letzte Woche wurde in Sachsen Ausländerbeauftragte gewählt. Richtig. Ein MPDler ist angetreten, hat gesagt, ich kandidiere, aber nicht als Ausländerbeauftragter, sondern als Rückkehrbeauftragter. Und davon hat er dann auch noch 2 Stimmen mehr gekriegt. Da muss man sich damit auseinandersetzen, weil das schadet diesem Land, wo Sie immer glauben, Sie nützen so viel. So, wir sind am Ende dieser Sendung. Es war eine kurzweilige Sendung. Wir haben sehr viele Punkte gestriffen. Wir sind zur Gewinnerin noch des Jahres nicht ganz gekommen. Claudia Roth versus die Trennung von Amt und Mandat. Da kann man sehen, dass es doch etwas gibt. Sie hätte ich gerne noch zu Frau Jelinek und dem Nobelkomitee gefragt. Gewinner oder wer hat gewonnen und wer hat verloren in dieser Frage? Ich finde, in dieser Frage hat die Literatur keineswegs verloren. Frau Jelinek ist eine wehrhafte Vertreterin. Sie ist nicht meine Lieblingsautorin, aber sie hat den Nobelpreis ebenso wie ihre Vorgänger verdient. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen beiden für diese Art von kulturellen Rückblick. Helmut Karasek, Claudia Roth, vielen Dank fürs Kommen. Dankeschön. Das war's für heute. Auch morgen gibt es wieder eine Sendung. Zu Gast ist Hans Apel, ehemals Verteidigungs- und ich glaube Finanzminister der SPD. Einen schönen Abend noch. Der wird sehr gut.